Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und wieder einmal zu einer Map-Vorstellung. Heute schauen wir uns die Karte Maple Farm etwas genauer an, die es jetzt für PC und Mac zum Download gibt. Die Karte ist in der Version 1.0 verfügbar und der Download-Link kommt natürlich in meine Videobeschreibung. Gleich am Anfang, wir benötigen einen zusätzlichen kleinen Mod, und zwar ist das dieser Mod, der eben mehr Tierställe auf einer Karte erlaubt. Standardmäßig ist das Ganze auf 10 Tierställe begrenzt. Dieser Mod macht es dann eben, dass wir maximal 64 Tierställe platzieren können. Da schon sehr, sehr viele Tierställe platziert sind, benötigen wir den Mod wirklich zwingend. Ansonsten sind vermutlich einige Tierställe nicht da. Ich habe das Ganze nicht ausprobiert, aber der Modder schreibt es in der Map-Beschreibung auf der Download-Seite und da ist auch eben dieser Mod verlinkt. Den kennt der ein oder andere sicher schon, hat es in den vorherigen LS-Reihen auch schon gegeben. Also das ist eben der zusätzliche Mod. Ich würde mal sagen, wir schauen uns die PDA-Übersichtskarte mal etwas genauer an und dann sehen wir schon, wir haben viele, viele Felder, also es sind sehr, sehr viele Felder sogar. Also man sieht, hier unten haben wir 124, 126, hier geht's hoch, 128 Felder anscheinend. Hier in der Mitte, jawohl, müssten 128 Felder bzw. Wiesen sein. Also man sieht, auch die Wiesen haben alle Nummern, das sind alles zugewiesene Felder. Also von dem her wurde hier schon einmal einiges überarbeitet. Es ist eine komplett neu aufgebaute Karte eben für den LS22, also keine standard umgebaute Karte vom LS22, sondern wirklich eine neu aufgebaute Karte, frei erfundene Karte, also es spiegelt keinen Ort wieder oder keine Region wieder, aber ich würde mal behaupten, die sieht schon sehr, sehr gut aus. Es ist eine Version 1.0. Wir wissen, den LS22 gibt es noch nicht allzu lange, 1,5 Monate sind es jetzt ungefähr. Und dass dann schon solch große bzw. schön ausgearbeitete Karten schon mit dabei sind bzw. angeboten sind, also da muss ich den Modder hier wirklich gleich am Anfang einmal loben, der das hier sehr, sehr gut umgesetzt hat. Wir haben eben 128 Felder, wie erwähnt. Wir haben auch 7 verschiedene Bauernhöfe oder 7 verschiedene Höfe, die wir hier nutzen können. Auf den Höfen sind eigentlich fast bei allen Höfen, bis auf einen Hof, glaube ich, schon Tiere mit dabei. Teilweise 3 Tierarten, teilweise nur 2 Tierarten. Das sehen wir uns aber dann auch noch später mit an. Und wir haben auch noch dieses zusätzliche Feature, das man schon gekannt hat aus dem LS19 von verschiedenen Karten, dass wir Hecken, weil teilweise sind oder überall eigentlich sind rund um die Felder Hecken, zwischen den Feldern auch Hecken, und diese Hecken kann man mit der Kettensäge wieder ganz normal entfernen. Da hat man so Baumstümpfe, die sieht man zwischen den Hecken, aber das probieren wir dann auf jeden Fall auch noch aus und die kann man anscheinend entfernen. Ansonsten glaube ich, starten wir mal rein. Wir sind hier bei unserem Startfuhrpark, der steht hier beim Händler. Wir haben nämlich zum Anfang noch keinen zugewiesenen Hof, wir haben 100.000 Euro am Konto. Wenn wir noch einmal ganz kurz oder ganz fix die Taste X drücken, sehen wir auch, uns gehört leider noch kein Feld, kein Land, kein Hof, kein gar nichts. Also wirklich, ich spiele wieder auf neuer Farmer, also auf der leichtesten Spielvariante eigentlich. Also da könnte man vielleicht das Ganze noch abändern, dass uns vielleicht schon ein Starthof gehört, beziehungsweise auch schon ein Feld gehört. Ansonsten, ja, tut man sich mit diesen 100.000 relativ schwer. Also es gibt natürlich einige Felder, die in dieses Budget passen, also die leicht unter 100.000 Euro sind. Aber wenn wir bei uns beispielsweise einen Hof anschauen, da würde sich auch schon einiges ausgehen. Also man sieht schon, die Höfe sind so weit angepasst, dass sie eigentlich alle so unter 100.000 Euro zu haben sind. Also von dem her kann man hier schon einmal loslegen. Wir haben eben auch einige Startfahrzeuge, aber wir starten hier eben beim Shop. Dann ist nebendran eine Zuckerfabrik. Es sind auch übrigens, weil ich gerade Zuckerfabrik sage, alle Produktionsgebäude mit verbaut, die standardmäßig im LS22 mit dabei sind. Also auch eine Biogasanlage hier, die 500 kW Biogasanlage ist hier mit verbaut und eben generell alle Produktionen, die wir aus dem LS22 Standardspiel, das ist wichtig, Standardspiel, also keine Mod-Produktion oder irgendetwas, sondern die aus dem Standardspiel sind alle drauf mit verbaut. Wir kommen dann zum ersten Hof von den 7 Höfen. Da haben wir ein Farmhaus mit dabei, Hühnerstall, Kuhstall,
Noch einmal eine Kuhstall, ein Silo, eine Siloanlage, eine Getreidesiloanlage, Kalkstation ist bei jedem Hof mitverbaut und einen Pferdestall. Wenn wir dann ein bisschen nach oben gehen in den Norden der Karte, haben wir hier der Straße entlang die Ölmühle mit dabei, die Schneiderei mit dabei, Kalkstation wieder und noch ein Farmsilo. Das ist eben der zweite Hof, kann man eigentlich sagen, der eigentlich der einzige Hof, glaube ich, ist von den sieben, wo keine Tiere mit drauf sind. Wenn wir dann die Kurve runterfahren, kommen wir zum nächsten Hof. Da ist dann ein Kuhstall mit drauf, ein Schweinestall mit drauf, ebenso wieder die Kalkstation und auch ein Farmsilo. Also auch das ist hier Farmsilo und Kalkstation eigentlich standardmäßig auf jedem Hof mit verbaut. Abladestellen hier noch einige. Der nächste Hof, da haben wir einen Schafstall. Ebenso wieder ein Getreidelager, Kalkstation, wie erwähnt, Pferdestall und Hühnerstall. Also man sieht, hier haben wir beispielsweise drei verschiedene Tierarten, hier oben nur zwei. Also man sieht, es ist hier wirklich Abwechslung mit drinnen. Da kann man sich wirklich seinen Hof aussuchen oder natürlich auch einen neuen Hof aufbauen. Schreinerei haben wir hier drüben, eine Produktion, Molkerei ebenfalls als Produktionsstätte. Dann geht es weiter hier unten mit dem nächsten Hof, Hühnerstall, Schafstall. Dann haben wir noch einmal einen Kuhstall, wieder ein Farmsilo mit am Start, eine Kalkstation und noch einmal einen Pferdestall. Die ganzen Gebäude, Stallanlagen soweit sind eigentlich alle LS22 Standard. Also da wurde nichts gemacht. Es sind Hallen mit drinnen, die schauen wir uns dann auch noch an. Die sind nicht standardmäßig mit dabei, aber die schauen wir uns dann noch an. Wir haben hier unten die Traubenverarbeitungsanlage, eine Spinnerei. Dann geht es hier weiter mit verschiedenen Abladestellen. Der Viehhändler ist hier noch mit dabei, auch noch hier Getreide, Mühle und Müslifabrik. Hier unten noch einmal das Sägewerk. Dann geht es weiter zum nächsten Hof. Da ist ein Schweinestall mit drauf, eine Kalkstation, Pferdestall, natürlich das Hofsilo wieder, einen Schafstall und noch einmal einen Schafstall. Also man sieht auch teilweise zwei gleiche Tierarten am Hof mit verbaut. Dann gehen wir hier vorbei eben bei unserem Startfuhrpark beim Shop. Da ist noch ein Gesteinsbrecher und noch eine Abladestelle mit am Start. Hier unten ebenfalls noch eine Abladestelle und hier die Bäckerei, die ebenfalls noch als Produktion mit dabei ist. Kommen wir zum letzten Hof hier, da haben wir einen Pferdestall mit drauf, einen Schweinestall, dann einen Hühnerstall, haben wir wieder das Farmsilo mit dabei, Kalkstation, noch einmal einen Schafstall hier und einen Kuhstall. Also da haben wir eigentlich alles mit drauf auf diesem Hof, also alle vier Tierarten hier, wie wir sehen können, haben wir bei diesem Hof beispielsweise mit dabei. Also so weit, so gut. Wenn wir uns noch einmal ganz kurz zu den Feldern kommen, die Feldgröße und Feldform ansehen, wir sehen schon, wir haben viele verschiedene Felder, viele verschiedene Feldgrößen als auch Formen. Wir haben abgerundete Felder, wir haben rechteckige Felder. Also wirklich, wirklich für jeden was dabei, würde ich behaupten. Auch Forstgebiete sind hier mit am Start, die können wir natürlich auch einzeln kaufen, wie wir sehen. Einige Forstgebiete sind hier mit dabei, kosten natürlich dann schon einiges, natürlich ganz klar. Mit den Forstgebieten kann man ja auch gut Geld machen. Hier oben, das kostet schon 1 Million und hier knapp 1 Million Euro. Also von dem her muss man hier schon einiges ansparen, um sich hier einen Wald leisten zu können. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen. Wir können noch ganz kurz in den Startfuhrpark schauen. Da haben wir eher kleinere Geräte, aber von jedem was dabei. Also wir haben Traktoren mit dabei, eine Mähdrescher haben wir schon mit dabei, den Deutz, den wir kennen, den Topliner eben, sehr, sehr schönes Gerät. Ein Auto, Anhänger, Grupper, Seetechnik, haben wir eine Seemaschine mit dabei, zwei Gewichte haben wir mit dabei und der ganze Startfuhrpark steht eben hier einem Händler bereit. Also da, wie erwähnt, noch kein Hof verfügbar ist am Anfang des Spiels, da wir uns das noch aussuchen müssen bzw. können, haben wir eben den Startfuhrpark hier beim Händler, aber wir können theoretisch schon alles machen. Also wenn wir uns ein Feld kaufen, können wir es theoretisch gleich abernten, wir können es aber auch gleich bestellen. Wir haben einen Grupper mit dabei, wir haben eine Seemaschine mit dabei und dann geht es wirklich schon los. Also wir können dann gleich auch Geld verdienen. Das ist eben das Wichtige, da es sehr, sehr schwierig sowieso schon ist mit 100.000 Euro und noch kein Ackerland, kann man das eben dann sinnvoll investieren in Ackerland, die ganzen 100.000 in ein Feld, und dann kann man das Feld auch bewirtschaften. Es wird trotzdem noch einiges dauern, eben es ist ein harter Start, würde ich einmal sagen, aber wir können hier schon mal positiv den Fahrzeughändler hier aufrufen. Hinter dem Fahrzeuggebäude, Fahrzeughändlergebäude, nicht Fahrzeuggebäude, haben wir auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu konfigurieren, reparieren oder verkaufen. Wir heben einmal ein bisschen ab und begeben uns einmal ein bisschen weg vom Fahrzeughändler. Wir haben hier drüben beispielsweise noch eine
Tankstelle und hier hinten noch eine Abladestelle, beziehungsweise nein, keine Abladestelle, sondern die Zuckerfabrik haben wir hier mit dabei. Dann haben wir hier hinten eine Abladestelle, wo auch ein Gesteinsbrecher mit dabei ist, den wir uns schon auf der PDA-Übersichtskarte angeschaut haben. Ich würde mal sagen, wir fliegen ja mal hier runter und dann können wir uns gleich einmal anschauen, die Hecken hier. Also man sieht, wir haben hier immer wieder solche Hecken stehen. Die kleinen Hecken sind das. Die großen Hecken hier, die können wir nicht entfernen. Aber die kleinen Hecken zwischen den Feldern, da haben wir immer wieder so Baumstümpfe, sage ich jetzt einmal. Wenn man die absägt, das können wir uns dann noch anschauen. Ich glaube, ich kann mir hier kein Feld jetzt leisten. Sonst müssen wir das weiter oben machen. Nein. Also hier wäre ein Feld, Feld 83. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Also Feld 83... Nein, nicht 83, 117. Das haben wir uns jetzt gekauft. Das ist direkt neben uns. Also, und wenn wir uns jetzt noch eine Kettensäge, also top vorbereitet bin ich wieder, wie wir sehen. Wir kaufen uns noch ganz kurz eine Kettensäge und dann schauen wir einmal, ob das Ganze hier funktioniert. Also, wir gehen hier ran und sägen das einmal um. Jawohl, und tatsächlich verschwindet hier die Hecke. Wir können natürlich auch noch hier den Baumstamm dann eigentlich sozusagen umsägen. Also auch das ist hier möglich. Wir sehen, der ist dann eben auch, oder den habe ich vorher schon abgesägt, den können wir dann entfernen, mit einer Stumpenfräse noch entfernen. Und dann können wir theoretisch auch Felder zusammenlegen. Also da eben die Hecken auch Kollision haben, diese kleinen Hecken, die großen Hecken, die eben auf der Straße stehen, die haben keine Kollision, also ganz, ganz wichtig, sondern nur die von Feldern umgeben sind, also oder besser gesagt, die von die Felder abgrenzen. Also hier könnte man die Hecke auch entfernen und dann die Felder zusammenlegen. Also wie wir gesehen haben, wie erwähnt, kennen wir auch aus dem LS19, da gab es einige Karten mit diesem Feature, aber das funktioniert schon einmal. Also wir haben dann hier noch einige Abladestellen, hier unten glaube ich die Bäckerei haben wir hier noch mit dabei, die wir hier nutzen können, um verschiedene Sachen natürlich herzustellen. Wir sehen dann schon im Hintergrund oder im Vordergrund hier besser gesagt unseren ersten Hof. Da haben wir schon einige Stallanlagen mit dabei. Bei den Stallanlagen wurden beim Auslauf hier die Zäune eigentlich überall entfernt. Wie sich das Ganze dann verhält, das weiß ich momentan hier noch nicht. Das müsste man ausprobieren. Auch wenn wir das Feld hier dann bestellen, laufen dann die Tiere hier in das Feld hinein. Ich weiß es nicht, das kann ich euch nicht sagen. Das müsste man wirklich ausprobieren. Eben erster Hof, viele Unterstellmöglichkeiten oder einige Unterstellmöglichkeiten, und das sind eben diese neuen Gebäude, wie ich gesagt habe, das sind eben keine Standardgebäude, bei denen brennt leider noch überall Licht. Und soweit ich das herausfinden konnte, kann man das auch nicht abstellen. Ich weiß nicht, ob das weggeht, wenn wir das Gebiet dann kaufen. Das kann ich jetzt nicht mehr ausprobieren. Aber ansonsten haben wir eben die Möglichkeit, dass wir auch den Hof verkaufen können. Aber wirklich auch nur die Gebäude, die standardmäßig im LS22 mit dabei sind. Also die neuen Gebäude oder die zusätzlich hinzugefügten Bäume mit dem grünen Dach können wir leider nicht abreißen. Ansonsten eben die Stallanlagen und so weiter, Schüttguthalle hier, den Fahrsilo, das können wir alles abreißen, wenn wir das haben möchten, aber eben generell den ganzen Hof entfernen, da man immer wieder öfters gefragt wird, bei Modkarten kann man hier nur teilweise eben den Hof entfernen. Also diese grünen Hallen kann man in dieser Version, das ist eben die erste Version 1.0, noch nicht entfernen. Also man sieht hier eben mehrere Unterstellmöglichkeiten, sage ich schon, mehrere Tierställe hier mit verbaut. Ich werde nicht auf jeden einzelnen mit eingehen, aber wir haben auch so nette Details wie hier neben dem Hof, hier steht ein kleines Haus, also mitten hier drinnen, also das sind wirklich so kleine Details von Bäumen umgeben, dass die Karte wirklich schon sehr, sehr besonders macht und wie am Anfang schon erwähnt, sehr detailreich macht. Dann geht es weiter hier mit der Biogasanlage, die müssen wir natürlich, oder das Gebiet müssen wir vorher natürlich auch kaufen, um sie verwenden zu können, Standard Biogasanlage, die 500 kW Biogasanlage, wie wir es die schon kennen, mit zwei großen Fahrsilos, die wir hier nutzen können, um natürlich Silage zu produzieren und natürlich auch dann die BGA damit zu füttern. Es geht dann weiter hier drüben mit dem nächsten Hof, auch hier wieder mehrere Tierarten hier mit verbaut, auch hier sogar ein Mistplatz mit verbaut, um natürlich auch Mist zu erhalten von den Tieren, sehr, sehr selten, auch beim Start mit dabei, wurde auf jeden Fall daran gedacht. Wir haben auch hier wieder diese zusätzlichen Unterstellmöglichkeiten, wo Licht
aufbrennt, die wir wieder nicht verkaufen können. Alles andere können wir natürlich theoretisch dann wieder verkaufen, aber eben komplett den Hof umbauen kann man da dann nicht. Es geht dann weiter, hier unten haben wir ein erstes Forstgebiet. Wir haben zwar Bäume mit drinnen, aber es ist leider noch kein Forstboden mit dabei oder Waldboden, kein Forstboden, sondern Waldboden mit dabei. Auch noch keine Wege sind angelegt worden, also hier kann man vielleicht noch etwas nachbessern, aber wie erwähnt, es ist eben die erste Version und da werden vermutlich noch Verbesserungen kommen. Die Feldwege sind soweit eigentlich perfekt angelegt, also die Felder sind alle erschlossen durch verschiedene Wege. Die Hecken kann man eben alle rundum entfernen, wie wir schon gesehen haben, die kleinen Hecken eben, wie auch schon erwähnt. Dann haben wir hier oben eben verschiedenste Produktionen der Straße entlang, wie ich schon erwähnt habe. Hier oben die Ölmühle beispielsweise, auch hier immer wieder so versteckte Häuser neben der Straße. Verkehr ist, soweit ich das noch oder beurteilen kann, jetzt noch nicht verbaut, also das müsste man dann noch fixen, beziehungsweise das wird vermutlich auch noch gefixt. Dann haben wir hier einen kleinen Hof, den man ja vielleicht als Lohnunternehmerhof nutzen kann. Da haben wir eben gar keine Standardgebäude mit dabei, nur das Lager hier und die Kalkstation, aber ansonsten sind überall diese neuen Gebäude oder diese zusätzlich eingefügten Gebäude, wo eben das Licht noch brennt bei Tag. Es geht dann weiter, die Karte ist eben wie erwähnt oder wie nicht erwähnt, sondern wie man jetzt hier recht schön sehen kann, leicht hügelig angelegt, also es ist keine komplett flache Karte, aber auch keine Alpenkarte, aber so eine gute Mischung als aus beiden, würde ich einmal behaupten. Wir haben dann hier wieder verschiedene Tierarten, die hier mit dabei sind, also wir haben auch hier einen Schweinestall mit einem großen Auslauf. Ich weiß nicht, ob die oder das sind eben die Standard-Tierställe, da ist ja der Auslauf normalerweise nur so groß hier, also der geht vermutlich hier bis zu den Bäumen und wieder zurück. Auch hier wurde der Zaun wieder entfernt. Ich weiß nicht, ob die Tiere dann auch hier langlaufen oder nicht. Auch hier wieder Unterstellmöglichkeiten, Farm Silo, Kalkstation und gleich hier direkt an der Straße mit angebunden. Generell die Straßenführung sehr gut gemacht, würde ich einmal behaupten. Also wir haben rund um die Karte oder rund um die Straße nebenan überall diese Hecken, die eben keine Kollision haben. Wir haben hier Straßenlaternen, die aber Kollision haben, glaube ich. Also soweit ich das jetzt hier zeigen kann. Laufen wir mal ein bisschen langsamer. Jawohl, also die haben Kollision, da muss man eben mit größeren Geräten bzw. mit den Schneidwerken dann etwas aufpassen. Weiter geht's dann hier mit den nächsten Produktionen oder Abladestellen besser gesagt, also eine Abladestelle hier im Wald, da haben wir ein kleines Wäldchen mit einer Kirche mit drinnen, einige Gebäude hier, also bleiben wir mal ein bisschen auf der Straße hier, auch hier noch verschiedene Produktionsgebäude, verschiedene Abladestellen, also auch auf die kann ich hier wieder nicht einzeln drauf eingehen. Wir sehen, wir haben auch hier schon gekalkte oder vorbereitete Felder, also auch das funktioniert alles, wir haben schon verschiedene Fruchtsorten auf den Feldern, es gibt ja auch Modkarten, da sind beispielsweise nur standardmäßig eine Fruchtsorte auf der ganzen Karte hier mit dabei, aber auch das wurde hier schön gemacht. Wir haben auch hier den nächsten Hof, vom Hofaufbau sind eigentlich die Höfe komplett verschieden, also man sieht hier keine Gleichheit zu dem zweiten oder zu dem ersten Hof beispielsweise, sondern die sind wirklich alle kunterbunt ganz anders aufgebaut, was natürlich wirklich eine positive Sache mit ist. Wir gehen dann hier weiter, wir kommen hier runter eben zur Map-Grenze, da haben wir eben als Map-Grenze eigentlich rund um die Karte wurden Bäume, eine Baumreihe gesetzt, also das finde ich persönlich recht schön gemacht, also die Karte ist dadurch sehr, sehr sauber abgegrenzt. Es geht dann weiter, hier unten haben wir beispielsweise noch das Sägewerk, wo wir natürlich unser Holz dann weiterverarbeiten bzw. natürlich auch verkaufen können. Auch hier drüben haben wir noch einige Abladestellen bzw. auch der Viehhändler müsste hier irgendwo sein. Jawohl, also hier ist dann der Viehhändler. Auch ein neues Gebäude, würde ich sagen. Nein, das ist, glaube ich, auf der französischen Karte auch schon mit dabei. Kann ich jetzt hier soweit nicht beurteilen. Wir haben dann hier wieder ein großes Forstgebiet, wo hier mittendrin sogar noch einige Produktionen mit stehen, also auch das wurde hier recht schön eingearbeitet, rundherum viele, viele Bäume, die wir natürlich auch nutzen können, also von dem her hat man hier wirklich einiges zu tun. Ich weiß jetzt nicht, haben wir uns den Hof hier schon angeschaut? Ich glaube schon.
Also auch hier noch ein wunderschöner Hof. Man sieht auch von der Größe her, von der Form her, wie schon unten erwähnt bei den Höfen, es sind wirklich alle Höfe anders. Also wir haben verschiedene Höfe mit dabei, verschiedene Größen mit dabei bei den Höfen. Auch hier noch ein recht großer Hof mit am Start. Also auch das wurde hier wirklich recht schön verarbeitet. Ansonsten wurden eben eigentlich fast überall diese Schüttguthallen hier verwendet natürlich und die Farmsilos und Kalkstationen, wie erwähnt, auf der PDA-Übersichtskarte schon, sind eigentlich überall mit verbaut. Also von dem her hat man hier vielleicht ein bisschen eine Gleichheit bei den Höfen, dass das eben drauf ist, aber ansonsten eben komplett anders aufgebaut. Und wir sind wieder zurück hier bei unserem Ausgangspunkt. Wir sind schon fast bei 20 Minuten, sehe ich gerade. Also man sieht, wir haben eine schön ausgearbeitete Karte. Es fehlen natürlich noch einige Sachen. Der Verkehr fehlt, die Fußgänger fehlen vielleicht noch. Also das könnte man dann auch noch alles in einer Version 2 natürlich machen. Ich vermute auch, es wird hoffentlich eine zweite Version oder eine dritte Version sogar dann noch folgen. Also, wenn ihr noch hier Ideen habt von der Karte oder Probleme habt von der Karte, schreibt es bitte nicht in meine Kommentare unter dieses Video, sondern schreibt es direkt dem Modder bzw. auf der Download-Seite in die Kommentare. Dann kann der Modder wirklich besser drauf eingehen. Ansonsten, wenn ihr es unter mein Video schreibt, wird das nicht allzu viel bringen natürlich. Also immer direkt an den Modderwelten wenden bei Problemen bzw. bei Ideen, was noch abgeändert werden könnte. Ansonsten, wenn wir ganz kurz in die Log schauen, sehen wir schon, die Log ist sauber, also von dem her gibt es hier wirklich keine Probleme, eben wenn man diesen zusätzlichen Mod noch mit dabei hat, wie am Anfang erwähnt. Die FPS-Anzeige habe ich jetzt nicht eingeblendet, aber man hat, glaube ich, gesehen, wir haben eigentlich durchgehend 60 FPS, also von dem her gibt es hier auf dieser Karte auch nichts zu meckern. Auch die Map-Begrenzung, wie erwähnt, wir haben eben im Hintergrund die Berge, rund um die Karte sind eigentlich überall Bäume, also von dem her wurde auch das recht schön gewählt. Also es geht natürlich immer besser bei der Map-Begrenzung, aber es ist auf jeden Fall in der Version 1.0 schon eine Map-Begrenzung vorhanden. Kurzes Fazit zur Karte an sich. Wir haben hier schon für eine Version 1.0, wie des Öfteren schon erwähnt, hier bei dieser Map-Vorstellung eine sehr gut ausgearbeitete Karte. Wir haben noch das zusätzliche Feature, dass wir eben zwischen den Feldern die Hecken entfernen können mit der Motorsäge, das wir uns auch angeschaut haben. Also von dem her hat man hier noch einmal ein zusätzliches Feature. Wir haben, kann man eigentlich sagen, 7 fix eingerichtete Höfe, die wir auch nur teilweise verkaufen können. Das könnte man vielleicht auch noch fixen, dass wir diese zusätzlichen Hallen auch noch mitverkaufen können, dass wir den Hof komplett neu aufbauen können. Auch bei diesen zusätzlichen Hallen, dass das Licht noch ausgeht bei Tag, beziehungsweise dass wir das auch ausschalten können, wenn das so umsetzbar ist. Ansonsten ist mir soweit eigentlich nichts Negatives aufgefallen. Wir haben eigentlich alle Produktionen mit dabei. Wir haben so ein schön ausgearbeitetes Straßennetz, Feldwegenetz, also es ist wirklich all oder es sind wirklich alle Felder leicht erreichbar, über Feldwege erreichbar, wir müssen über kein anderes Feld irgendwie drüber fahren, also von dem her wurde hier schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also glaube ich, gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Klare Download-Empfehlung von mir, schaut euch die Karte auf jeden Fall an und lasst natürlich auch den Modder ein Feedback auf der Download-Seite da. Ganz, ganz wichtig natürlich für so eine toll ausgearbeitete Karte nach so kurzer Zeit. Also wirklich großes, großes Lob hier auch an den Modder. Wenn dir meine kleine Map-Vorstellung hier gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung von dir freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren bitte. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.